So, meine Lieben, wir fahren jetzt gleich nach Hause. Ich wollte euch natürlich vorher noch ein Update geben. Ich habe übrigens umgezogen, ich wundere mir immer noch Vatertag. Wir sind fertig im Wohnzimmer, schaut mal, die Wand ist fertig. Und die Farbe war wirklich diesmal richtig gut. Wir hatten da bei Lia total Probleme. Hier war sie perfekt, wir haben die nur einmal gestrichen und sie ist wirklich perfekt geworden. Wir haben den Fußboden komplett gelegt und sogar schon die Fußleisten dran. Ich zeige euch das gleich nochmal, ich drehe gleich nochmal um. Genau, wir hatten gerade richtig tollen Besuch von einer Freundin. Und haben schön lecker gegessen und den Tag im Garten verbracht, den restlichen. Und jetzt haben wir die Männer noch ein Hochbeet gebaut, das zeige ich euch auch gleich. Jetzt soll ich aber erstmal das Wohnzimmer machen. So, hier steht noch mein Stativ, wir haben gerade noch ein Reel gedreht. Und hier seht ihr einmal den Fußboden. Ist wie gesagt ein bisschen dunkler als oben, aber ich finde ihn echt schön. Und hier sind auch schon die Fußleisten dran. Und das hier ist jetzt die beige Wand. Ich finde das richtig schön. Und auch hier mit diesem Streifen beim Lichtschalter, das war eine richtig gute Entscheidung von Felix. Das finde ich, sieht richtig schön aus. Das trennt das Ganze nochmal zwischen Wohnzimmer und Esszimmer nachher und das finde ich richtig toll. Jetzt brauchen wir nur noch ein passendes Sofa. Da können wir vielleicht morgen nochmal schauen. Und genau, das kommt dann hier hin. Hier kommt schön 2 Meter Wand hin, habe ich wohl schon ausgemessen, so eine TV-Wand. Ein bisschen Deko, darf ich dann auch noch shoppen und sonst passt das eigentlich ganz gut. Hier seht ihr nochmal die Fußleisten, die waren hier vorher schon drin, die haben wir einfach nochmal wieder ran gemacht. Ja, und hier sieht es so aus. Und sonst hat sich nichts getan hier. Sind wir im Garten und ich zeige euch jetzt mal fix das Hochbeet, was die Männer da hinten gebaut haben. Das haben die nämlich gerade noch ganz, ganz schnell fertig gemacht. Hier ist gar nicht so drin, Lia. Weil wir haben hier so ein bisschen was an Schutt liegen. Hier seht ihr das. Wir erwarten mich hier so ein Bambus rausgerissen. Ich glaube, das habe ich euch ja gezeigt. Und das soll jetzt alles ins Hochbeet rein und da wir hier sowieso so eine, ja, so eine Matschecke hatten, habe ich gedacht, hier machen wir doch ein schickes Hochbeet und so sieht das jetzt aus. Da kommen noch hier an den Seiten auch noch so eine Abdeckung rüber, dann kommt noch Folie rein, dann können wir es endlich auch bestücken. Und genau, was sagt ihr dazu? Im Garten muss ich euch natürlich auch so ein bisschen mitnehmen, damit ihr da auch immer auf dem neuesten Stand seid. Das wäre perfektes Licht gerade. Ja, nimm doch Younes! Nimm doch Younes, Schatz. Nimm doch Younes, mein Schatz. Aber so perfektes Licht gerade. Ja. Mich nicht. Ich wollte noch einmal zeigen, wo wir unseren neuen Spielturm hinstellen. Willst du das sagen? Ja. Zeig mal, wo soll der hin? Hier rein. Genau, hier kommt der neue Spielturm. Da rein? Da kommt doch Obst und Gemüse rein. Ja, der neue Spielturm kommt hier direkt hin. Unter den Kirschbaum. Kommt ein schöner Spielturm hin. Was denn? Hier. Ja. Hier kommt ein Spielturm. Okay. So. Oh Gott, ist das schönes Licht. Schatz, guck mal, wie schön das Licht ist. Ja, das ist unser neuer Garten. Oh mein Gott, das ist mega. Liebs. Guck, wie schön. Meine Lieben, willkommen zum nächsten Umbau-Renovierungs-Vlog von unserem neuen Zuhause. Ich stehe hier gerade auf unserem wunderschönen Dachboden beim zukünftigen Büro, genau. Wir bauen das nämlich aus. Das sind einfach ungenutzte 20 Quadratmeter, die ich hier oben habe. Und das wird mein wunderschönes Büro. Und wir schleppen hier gerade die Dämmung nach oben. Ich zeige euch das einmal. Und die kommt heute nämlich hier an die Wand. Und dann wird es schön verkleidet. Und morgen soll hier Rehgips hängen. Ich hoffe, wir schaffen das. Aber wir sind viele Leute. Unsere Freunde sind auch wieder da und helfen uns fleißig. Also warum nicht? Ihr werdet es sehen. Ich zeige es euch nochmal. So sieht es ja gerade aus. Ihr habt es, glaube ich, auch schon in der Roomtour gesehen. Und die haben wir jetzt gerade die Dämmung nach oben geschleppt. Wir haben unten noch mehr. Das zeige ich euch gleich. Jetzt muss ich aber erstmal wieder hier runter. Und auch mithelfen. Denn wir haben den ganzen Anhänger voll mit Dämmung. Übrigens bin ich echt froh, wenn diese Treppe hier weg ist, weil das ist einfach echt saugefährlich. Diese Treppe kommt also komplett raus und stattdessen kommt hier einfach eine weitere Treppe nach oben. Also hier wird die komplette Decke aufgerissen, die Mauer kommt weg und hier kommt eine richtig schöne Treppe nach oben und das wird natürlich dann auch geschlossen. So, Luke ist auch, da geht es gleich weiter. Felix sollte jeden Moment von der Arbeit kommen. Aber wir haben gerade was anderes gemacht bei Lia. Schaut mal, ich habe so kleine Herzchen geplottet. Und die haben wir dann aufgeklebt, das sieht so schön aus. Schauen wir mal, so sieht das aus. Die habe ich, wie gesagt, alle
geplottet zu Hause. Kann man aber auch bei Amazon bestellen, aber da hat mir die Größe nicht so gefallen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Richtig schön, oder? Hallöchen, mein Lieben. Es geht weiter bei uns im Haus. Einen Tag später. Wir haben herrliches Wetter. Die Kleine macht dann Mittagsschlaf. Und es werden gerade im Haus die Fliesen rausgerissen von meinem Vater. Ich werde euch das gleich mal zeigen. Ich habe es, weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe in der leeren Haustour, aber wir haben ja überlegt, im Flur und in der Küche Fliesen rauszureißen, weil die uns einfach farboptisch einfach nicht gefallen. Das passt einfach nicht zu unserer Einrichtung. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal, denn wir sind schon fast fertig. So, ihr könnt ja nochmal in der Haustour gucken, wie das hier vorher aussah, beziehungsweise man sieht das ja hier. Aber ich zeige es euch hier. So, so sah das aus. Und so sieht es jetzt gerade aus. Also hier wird gerade alles rausgerissen. Das Hauswirtschaftsraum und das Badezimmer bleibt, da flexen wir dann nachher einfach hier so lang. Aber sonst wird halt alles gerade weggemacht. Die Fliesen sind größtenteils weg. Hier ist mein Vater jetzt gerade am Fliesenkleber, weil ich glaube, den Unterschied seht ihr ganz gut. Hier ist nur Fliesenkleber, hier ist keiner. Genau, da geht es jetzt weiter. Hier ist schön Schutt. Und ich habe jetzt auch eine Aufgabe, denn ich muss den ganzen Schutt hier mal wegräumen. Wir sind mal wieder auf der Baustelle. Ich stehe gerade in Lias Zimmer. Und heute ist Judas Tapete dran bei Judas Zimmer. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, wie wir das machen. Und ihr habt schon mal so einen kleinen Einblick. Das absolute Endergebnis gibt es natürlich später bei der Haustour. Und auch ja, als Reel bei Instagram. Aber ich wollte euch auch noch zeigen, was Felix oben geschafft hat. Das ist nämlich auch richtig krass, was der schon wieder gerissen hat. Hier seht ihr jetzt einmal die Tapete. Wir haben die gerade, also die wurde in einer Rolle angeliefert. Aber wir haben die jetzt gerade die Teile abgeschnitten. Hier ist die 7, hier ist die 8, hier ist die 9. Ne? Ich glaube, ihr versteht das, wie ich das meine. Genau, die ist 1,50 mal 3,80. Ich verlinke euch die einfach mal in der Infobox. Hier könnt ihr nämlich auch sehen, wie die aussieht. Ich verlinke euch natürlich den Shop, wo ich die bestellt habe. Das ist ein ganz süßer Instagram-Shop, wo ihr die bestellen könnt. Und die haben auch ganz, ganz viele tausende Auswahl. Also da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Ja, das muss man erstmal ein bisschen anrühren da. Das ist der Kleber, damit es auch an der Wand hält. Das ist ganz schön dickflüssig. Ja, muss ja auch. Ah, jetzt gucken wir mal, was Felix macht. Der ist nämlich hier oben auf dem Dachboden. Ich hoffe, ich darf mal hier kurz filmen. So, oh Gott, das kennt ihr noch gar nicht hier, ne? Ich habe hier gar nicht mitgefilmt, wofür ich das hier alles gemacht habe. Ihr wisst ja, wie es vorher aussah. Und jetzt könnt ihr einfach mal schauen. Tada! Heute hat er die Wand hier komplett gemacht. Ist ja jetzt hier oben noch an der Ecke dran. Und ja, hier ist auch alles fertig. Die Wand wird verputzt. Genau, und hier kommt ja später auch die Treppe nach oben. Das Loch kommt ja weg. Ja, hatte ich euch alles bei der Haustour schon erklärt. Und ja, so sieht es hier gerade aus. Hier ist wenigstens noch dabei. Hier fehlt noch ein Stück. Und da oben fehlt noch. Und da ist auch schon fertig. Wahnsinn. Das wird dann mein Büro hier oben. Genau, das wird ja hier mein schönes Büro. Und ich finde es auch jetzt schon sehr, sehr gemütlich, aber es wirkt ein bisschen kleiner, seitdem es gedämmt ist. Aber mit weißen Wänden sieht das wieder ganz anders aus. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Ich finde auf jeden Fall, dass es hier viel tiefer aussieht jetzt. Und es sieht halt einfach klarer aus. Ne? Man kann jetzt viel besser planen. Und ja, jetzt gehen wir erstmal runter, weil da wird jetzt tapeziert. Ja, die Mädels haben jetzt hier den Kleister am Rühren. Hast du eine Biene gefunden? Ja. Zeig mal, wo ist die denn, die Biene? Müssen wir erstmal alle. Ah, nee, guck mal, das ist die 7, Schatz. Wir brauchen die 5. Also ich glaube, die 5 liegt da. Ich glaube, dann brauchen wir die 6. Brauchen wir die 6. Diese ist es. Ja.
Das ist die 6, die ist mit der Biene. Hier geht's auch weiter. Felix hat oben aufgehört. Ist jetzt im Schlafzimmer dabei. Legt Laminat. Klar, hier ist ja auch gestrichen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wisst. Schaut mal, hier haben wir so ein schönes Flieder gestrichen. Ja, der Mann hat ein Flieder-Schlafzimmer jetzt. Stört dich das? Was? Ein Flieder-Schlafzimmer? Sowas von. Genau, hier kommt dann halt das Bett hin und dann kommen hier so ein paar schöne Poster hin. Kann mich schon richtig gut vorstellen. Und hier kommt dann halt der große Schrank hin. Das ist eigentlich auch schon voll hier aus. Richtig schön aus, auch mit dem Boden hier. Ist voll gut wieder zusammen. So, meine Lieben, die Tapete ist dran. Es gibt kein endgültiges Ergebnis, ihr wisst es. Aber wir sind jetzt dran hier an den Paneelen. Die machen wir jetzt gerade hier. Die werden gerade zugeschnitten und dann wird es halt hier so nachher komplett an die Wand und ganz oben kommt hier diese Fußleiste dran. So, sieht gut aus hier, fast fertig. Schaut mal, Leute. Mein Stück. Die erste Hälfte ist fertig. Kitzen übrigens im Garten. Oh, es ist so schön, ey. Es ist so schön. So, hier geht's weiter. Im Flur. Wird Laminat gelegt. Wir haben uns im Flur übrigens für denselben Laminat entschieden wie im Wohnzimmer. Ich glaube, das passt einfach am besten. So sieht es jetzt gerade aus. Hier wird einmal die Tür rausgenommen. Und wenn wir nachher wieder einmal mit da durch sind. Schick, Schatz, schick. Hier wird übrigens auch weiß gestrichen. Sieht jetzt richtig schön aus hier. So, wir lassen die Männer jetzt mal arbeiten und wir machen was anderes, Mädels. Komm! So, Mädels, jeder schnappt sich jetzt eine Schaufel. Lotti nimmt mal eine Schaufel, Lia nimmt eine Schaufel, Jude nimmt eine Schaufel. So, Lotti, gibst du eine noch June ab? Super, und dann kommt mal mit, Mädels, kommt mal mit. Ihr braucht auch noch einen Eimer. Nimmt ihr dann noch einen Eimer mit? June, nimmst du dann den kleinen Eimer, June? Nimm mal den kleinen Eimer da. Juni hier, da. So, gut. Und jetzt kommt mal mit. Kommt mit, kommt mit. Wir haben jetzt eine Aufgabe für euch. Eine ganz wichtige Aufgabe. Wir müssen nämlich unser Hochbeet füllen. So sieht das jetzt gerade noch aus. Und da muss jetzt alles an Sand rein. Mädels, der ganze Sand muss hier rein. Schafft ihr das? Hier. Das schafft ihr. Gut. Einmal alles in die Eimer und dann hier rein, okay? Ja. Das schaffen. Ist da noch ein bisschen drin? Ja, ein bisschen schon drin. So, los. Dann mal los. Mädels.